Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 35, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Landesjagdverordnung verstößt gegen den Grundsatz des Parlamentsvorbehalts und verletzt die Eigentumsrechte der Jäger. Klage gegen die Regierung Bouffier unumgänglich, Drucksache 3772 aus 19. Und als Erstes spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben es der Presse entnommen. Die FDP hat nach reiflicher Überlegung sich dazu entschlossen, gegen die vorliegende Jagdverordnung Klage beim Staatsgerichtshof einzureichen. Das ist am Montag passiert. Für die, die es immer wissen wollen, ob es denn jetzt eingereicht ist, ja, sie ist am Montag dem Staatsgerichtshof dann zugegangen. Meine Damen und Herren, es waren mehrere Überlegungen, die uns dazu gebracht haben. Wir haben uns oft hier über die Jagdverordnung unterhalten und die Fragen der wildbiologischen Aspekte, des Eigentums, aber auch der Frage, was kann eine Landesregierung ohne den Gesetzgeber wirklich machen, haben uns in diesen Diskussionen schon immer beschäftigt. Meine Damen und Herren, niemand kann mir erklären, warum Füchse oder Waschbären nun besser geschützt werden sollen. Wer die aktuelle Debatte in Nordhessen über die Ausbreitung der Waschbären verfolgt hat, der weiß, dass manche Dinge sich aus wildbiologischer Sicht zumindest der Sinnhaftigkeit entziehen. Meine Damen und Herren, aber es sind am Ende vier Aspekte, die die Klage gegen die Jagdverordnung begründen. Im Einzelnen ist es die Verletzung der Eigentumsgarantie wegen der Unverhältnismäßigkeit. Das Jagdrecht bzw. das Jagdausübungsrecht einzuschränken, bedeutet eine Einschränkung des Eigentums. Das ist etwas, was in der Debatte immer wieder verloren geht. Meine Damen und Herren, diese Einschränkungen müssen begründet sein. Da es keine sachlichen Gründe für diese massiven Ausübungen des Jagdrechts, für die massiven Einschränkungen des Jagdrechts gibt, ist sicherlich die verfassungsrechtliche Frage des Eigentums aufgeworfen. Das andere ist, der zweite Punkt, die Verletzung der Eigentumsgarantie in einem kumulativen Aspekt. Also will sagen, jede einzelne Schonzeit für sich genommen, die mag kein wesentlicher Eingriff in das Eigentum darstellen. Aber die Häufung und die einzelnen Eingriffe kumuliert ergeben allerdings einen ganz massiven Eingriff in das Eigentum, und der ist eben von der Verfassung so nicht mehr gedeckt. Meine Damen und Herren, und dann ist gefordert eine hinreichende Begründung für die Grundrechtseinschränkungen. Ansonsten wäre es ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip. Der Verpflichtung, eine hinreichende Begründung für die Einschränkung der Jagdzeiten bzw. der vollständigen Ausschluss der Bejagbarkeiten zu geben, ist der Verordnungsgeber, sprich die Landesregierung, nicht nachgekommen. Und, meine Damen und Herren, auch dies führt angesichts der Grundrechtsrelevanz der vorgenommenen Verkürzungen bzw. des Ausschlusses der Bejagbarkeit einzelner Tierarten zu einer Unverhältnismäßigkeit und damit Nichtigkeit der genannten Bestimmung mit der Hessischen Verfassung. Und zuletzt das Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage, sprich der Verstoß gegen den Parlamentsvorbehalt. Hierbei gilt die sogenannte Wesentlichkeitstheorie. Wesentliche Regelungen dürfen nicht ohne Beteiligung des Parlaments vorgenommen werden. Die Grundrechtseinschränkungen im vorliegenden Ausmaß sind wohl unumstritten eine wesentliche Änderung. Meine Damen und Herren, folglich hätte die Regelung dem Parlament vorgelegt werden müssen. Die erfolgte Anhörung,
die wir als Opposition zusammen mit der SPD uns erst einmal haben selber erkämpfen müssen, die ersetzt kein ordentliches Gesetzgebungsverfahren, so wie das ja von Teilen der Regierungsfraktionen immer wieder angedeutet wird. Nein, meine Damen und Herren, das wird nicht ausreichen. Sie hätten den Gang mindestens einmal über das Parlament gehen müssen. Lassen Sie sich einmal vermuten, Sie haben den Weg gescheut, weil Sie gedacht haben, geglaubt haben, dass Sie in Ihren eigenen Reihen für diese Jagdverordnung keine eigenen Mehrheiten haben. Und, meine Damen und Herren, zum Schluss. Eine Klage vor dem Staatsgerichtshof ist keine Majestätsbeleidigung. Meine Damen und Herren, das Recht des Parlaments zu vertreten ist ein gutes Recht, das wir wahrnehmen. Und sollte jeglicher und jeder einzelne Abgeordnete für sich sollte die Aufgabe der Kontrolle der Regierung wahrnehmen. Wenn er diese Aufgabe nicht mehr wahrnimmt, dann kann er sein Mandat auch gerade an der Garderobe abgeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Dr. Arnold, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FDP hat sich dazu entschlossen, und das hat der Kollege Lenders hier vorgetragen, die im letzten Jahr erlassene Jagdverordnung zu beklagen. Mit diesem Vorgang erhält die kontroverse Diskussion zu dieser Jagdverordnung sicherlich eine neue Dimension. Ich möchte schon klar hervorheben, dass es das gute Recht eines jeden Bürgers ist, einen Verwaltungsakt, von dem er glaubt, dass er möglicherweise Rechtsfehler hat, zu beklagen. Das gilt sicherlich auch für die Fraktion. Aber ich sage ausdrücklich einmal in Richtung der FDP, man muss sich bei einer solchen Vorgehensweise auch der politischen Dimension bewusst sein. Man muss sich sehr davor hüten, dass ein solcher Vorgang dann nicht zu einer vordergründigen und auch dümmlichen Anbiederung wird. Dafür muss man sich bewahren. Ich kann jedenfalls diese Klage nach dem, was hier vorgetragen wurde, nicht nachvollziehen. Kollege Arnold, gestatten Sie eine Zwischenfrage? In der Kürze der Zeit bitte ich um Nachsicht. Nein. Jetzt zur ersten Behauptung. Jagdverordnung verletzt die Eigentumsrechte der Jäger. Das wird das Gericht sicherlich würdigen und auch beurteilen. Dem möchte ich nicht vorgreifen. Aber ich möchte einmal zwei, drei Bemerkungen machen zu den Gesetzen, die wir alle kennen und die dieser ganzen Sache zugrunde liegen. Im Bundesjagdgesetz heißt es in § 3, Jagdrecht ist untrennbar mit dem Eigentum an Grund und Boden verbunden. Da sind wir uns einig. Im § 14 Grundgesetz heißt es, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Und letztens § 1 Bundesjagdgesetz, das Jagdrecht unterliegt den Beschränkungen dieses Gesetzes und der in seinem Rahmen ergangenen landesrechtlichen Vorschriften. Das heißt, nicht jeder Eingriff in das Eigentumsrecht ist auch eine Verletzung. Und das werden wir sicherlich einmal miteinander zum geeigneten Zeitpunkt diskutieren. Aber das ist die Rechtsgrundlage für ein Landesjagdgesetz und auch für eine Landesjagdverordnung. Und jetzt komme ich zu Ihrem zweiten Punkt. Landesjagdverordnung, so sagen Sie, verstößt gegen den Grundsatz des Parlamentsvorbehalts. Und Sie schreiben in Ihrer eigenen Pressemitteilung, die Änderung der Jagdverordnung am Parlament vorbei bedeutet eine Aushöhlung des Jagdrechts. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist falsch, liebe Kollegen von der FDP. Ja, ich kann ja meine eigene Meinung hier deutlich machen. Sie können das auch sagen. Aber ich will Ihnen einmal Folgendes entgegenhalten, Herr Kollege Rentsch. Wir haben im Jagdgesetz den § 43, und da steht, die für das Jagdwesen zuständige Ministerin wird ermächtigt, durch das Parlament, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen. Und dann kommt eine Reihe von Aufzählungen. Und unter anderem Jagd- und Schonzeiten nach § 22 Bundesjagdgesetz und abweichend vom Bundesrecht entsprechend zu ändern. Das hat Ministerin Hinz gemacht und nichts anderes. Und das hat sie rechtmäßig gemacht. Und dass sie uns entgegengekommen ist, dem Parlament in einer Anhörung noch einmal mit Fachleuten zu diskutieren, das hätte sie nicht unbedingt gebraucht. Ich halte das in einer schwierigen Situation, wo es viele Leute gibt, die auch Argumente gegen die Verordnung vorgebracht haben, für einen richtigen Vorgang. Aber hier zu sagen, das verstößt
gegen Parlamentsrechte ist einfach falsch. Das sage ich einmal von dieser Stelle. Es ist sicherlich Ihr gutes Recht, einen weiteren Schritt zu gehen, aber ich warne davor, dass wir Einrichtungen des Rechtsstaates dazu missbrauchen, politische Dinge, die Ihnen wichtig sind und die Sie sonst nicht durchsetzen können, zu versuchen, auf diesem Wege durchzusetzen. Das ist der falsche Weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lotz, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Kollegen Lenders und Arnold haben versucht, die Jagdverordnung nach rechtlichen Punkten darzustellen und warum überhaupt die Klage auf der einen Seite berechtigt und aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Arnold, unberechtigt ist. Ich will das einmal anders angehen. Ich will einmal anfangen, wie ist das denn überhaupt zustande gekommen? Meine Damen und Herren, wundert es Sie, dass der Widerstand gegen die Jagdverordnung immer noch da ist? Die SPD hat von Anfang an kritisiert, wie die Jagdverordnung zustande gekommen ist. Und hier sind wir mit der FDP-Fraktion einig. Wir kritisieren, dass die Jagdverordnung ohne eine Beteiligung des Parlaments nicht hätte zustande kommen dürfen. Wir, meine Damen und Herren, haben vorgeschlagen, einen runden Tisch einzuberufen, der aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen ein modernes Jagdrecht schafft. Dieser Vorschlag wurde schlichtweg ignoriert. Wir haben angekündigt, dass wir gesprächsbereit sind und mit der Ministerin über die Jagdverordnung zu diskutieren. Daraufhin hat Frau Ministerin Hinz gesagt, dass ihre Türen offen stehen. Aber ein Gespräch hat sie nicht zustande gebracht. Da gibt es, meine Damen und Herren, einen Landrat im Main-Kinzig-Kreis, der spricht in diesem Zusammenhang immer von der Arroganz der Macht. Wie lange hat es gedauert, bis das Ministerium der Opposition den Entwurf der Jagdverordnung überhaupt zur Verfügung gestellt hat? Und das, obwohl wir sie mehrfach eingefordert haben. Und andere Organisationen hatten den Entwurf schon längst vorliegen. Seit über einem Jahr oder nach über einem Jahr warnen wir davor, die Jagdverordnung so nicht zu verabschieden. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass wir befürchten, dass das Jagdrecht ausgehebelt wird. Wir haben immer wieder und immer wieder gesagt, das Parlament muss besser eingebunden werden. Aber statt auch nur einmal auf die Einwände einzugehen, haben besonders Sie von den GRÜNEN nichts Besseres zu tun, als uns Sozialdemokraten plötzlich als Tierquäler zu bezeichnen. Es wurde kein einziges Mal das Gespräch gesucht. Selbst als wir sagten, der Gang vor den Kadi kann nur der letzte Schritt sein, selbst da haben wir noch gehofft auf ein Gesprächsangebot. Unsere Kritik wurde immer mit dem Totschlagargument niedergebügelt, wir wären plötzlich schießwütige Wildjäger. Doch, es wurde versucht, zugegeben erfolgreich, aber trotzdem falsch, zwei Fronten darzustellen. Auf der einen Seite die Tierschützer und auf der anderen Seite die schießwütigen Jäger. Dass die Töne dazwischen, die Grautöne, bewusst in die eine oder andere Ecke gestellt wurden, wurde dabei billigend in Kauf genommen. So geht man, meine Damen und Herren, nicht miteinander um. Das ist die Arroganz der Macht, die Landrat Erich Pieper immer wieder kritisiert. Und auch der Umgang mit der Jägerschaft ist kein Deut besser gewesen.
Die Landesregierung hat Gräben zwischen Tierschutzorganisationen und der Jägerschaft aufgerissen, obwohl sie gerade dabei waren, zu heilen. Anstatt befriedigend auf die Situation einzugehen, hat die Regierung den Konflikt nicht nur gewähren lassen, sie hat ihn auch noch mit Verschwörungstheorien befeuert. Von Kampagnen gegen die eigenen Parteien war plötzlich die Rede, sowohl von der CDU als auch von den GRÜNEN. Aber anstatt Kampagnen zu fantasieren, hätte man sich einmal die Mühe machen können, sich die Kritik einmal in Ruhe und möglichst objektiv anzuhören. Wir hatten dazu eine Anhörung. Da ist vieles auf den Tisch gelegt worden, das aber keinen Einfluss mehr auf die Verordnung hatte. Kollege, ich komme zum Schluss. Die Hauptforderung der SPD-Fraktion bleibt: Wir brauchen in Hessen ein modernes Jagdrecht, eines, das nicht in irgendwelchen Kämmerchen zusammengeflickt wird, sondern eines, das mit einer möglichst breiten Beteiligung zustande kommt. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollegin Hammann, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! So einen starken Tobak habe ich schon lange nicht mehr hier im Hessischen Landtag gehört. Insbesondere bin ich sehr enttäuscht über die Reaktion von Seiten der SPD. Habe ich auch die ganze Zeit immer noch gehofft, dass sie den Bereich Tierschutz, Wildschutz sehr ernst nimmt. Lieber Kollege Lotz, ich habe mich entschuldigt hierfür. Lieber Kollege Lotz, Sie sprechen davon, dass wir uns falsch verhalten hätten, von einer Arroganz der Macht. Meine Güte, wir hatten einmal einen Innenminister Bökel von der SPD. Alle Verordnungen wurden so verändert im Lande Hessen. Da hat sich nichts geändert, auch nicht unter Schwarz-Grün. Und es ist auch noch niemals durch das Parlament gegangen, weil es eine gesetzliche Regelung gibt. Es gibt das Jagdgesetz, und das legt ganz klar fest, wer die Rechtsverordnung herausgibt. Ich möchte mich eigentlich nicht an der SPD jetzt abarbeiten, aber eines muss ich Ihnen noch sagen. Wenn Sie von einem modernen Jagdgesetz reden, frage ich Sie, was wollen Sie denn? Von Ihnen habe ich noch nichts dazu gehört. Aber auch die FDP, lieber Kollege Lenders, was Sie mit dieser Aktuellen Stunde erreichen wollen, ist doch nicht, dass Sie über Inhalte diskutieren wollen. Was Sie erreichen wollen, ist, dass Sie Wahlstimmen von den Jägerinnen und Jägern bekommen. Und da sage ich Ihnen, das ist eine ganz billige Tour. Ihnen geht es rein um die Erjagung dieser Wählerstimmen. Und ich sage Ihnen, selbst innerhalb der Jägerschaft wird das, was Sie tun, nicht überall honoriert. Und es wird auch ganz anders bewertet. Deshalb sprechen Sie doch nicht immer von den Jägern und Jägerinnen, denn das stimmt nicht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Auffassungen. Ich will es einmal in der Jägersprache ausdrücken. Der Luderplatz der FDP für die Jägerinnen und Jäger ist die Klageerhebung vor dem Staatsgerichtshof. Der Luderplatz ist eine Anlockungsstelle, das wissen Sie. Sie greifen offensichtlich nach jedem Strohhalm, um ihre ständig schwindenden Wählerstimmen auch zu stoppen. Das kann die FDP tun, aber ob es Ihnen etwas bringt, meine Damen und Herren, das ist fraglich. Ich finde das vollkommen absurd, was Sie hier praktizieren. Sie waren in der Regierungsverantwortung mit der CDU. Sie haben diese gesetzliche Regelung so in diesem Jagdgesetz mitbestimmt. Sich jetzt darüber aufzuregen, meine Damen und Herren, sich jetzt darüber aufzuregen, das ist doch absurd und absolut scheinheilig und auch unglaubwürdig. Heute wollen Sie nichts mehr davon wissen. Sie handeln nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ja, das nervt Sie, aber damit müssen Sie einfach leben. Wer etwas mitbestimmt, der muss am Ende auch dazu stehen.
und Sie haben es mitgeregelt. Ich frage Sie, schauen Sie doch einmal in die Bundesländer hinein. Schauen Sie sich doch einmal dort die gesetzlichen Regelungen an. Es gibt ein Bundesland, da sind Sie noch in der Regierungsverantwortung, Rheinland-Pfalz. Wie regelt denn Rheinland-Pfalz das Ganze? Auch da geht es über eine Rechtsverordnung. Da gibt es keinen Parlamentsvorbehalt, den Sie jetzt einklagen. Ich weiß nicht, wie am Ende das Gericht entscheiden wird. Aber offensichtlich sind Sie sich ja selber nicht sicher. Sonst hätten Sie das heute nicht zu einer Aktuellen Stunde gemacht, um das Ganze noch einmal hochzuziehen. Meine Damen und Herren, Sie haben von der FDP offensichtlich kein Vertrauen in die Unabhängigkeit der Gerichte. Wir glauben, dass in diesem Bereich uns Recht gegeben wird. Denn sonst müssten alle Rechtsverordnungen in allen Bundesländern auch beklagt werden von Ihrer Seite. Und das tun Sie ja nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was ist denn geschehen? Eine Rechtsverordnung, eine Jagdverordnung, die wir heute haben, ist eine Sammelverordnung, wo viele Rechtsverordnungen zusammengefasst wurden. Und was geschehen ist, es ist der Bereich Wildtierschutz einmal überprüft worden. Das heißt, wir haben überprüft, gibt es Tiere, die aus der Jagdzeit herausgenommen werden sollen? Gibt es Tiere, die eine andere Schonzeit bekommen sollten? Und gibt es Tiere, die eine Schonzeit brauchen, gerade in der Aufzucht, eine konkrete Schonzeit, gerade in der Aufzucht ihrer Jungen? Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir das hinbekommen, zeigt, dass Schwarz-Grün den Bereich Tierschutz in der Jagd sehr wichtig gesehen hat und auch umgesetzt hat. Wir sind überzeugt davon, dass diese neuen Regelungen im Interesse des Tierschutzes und des Naturschutzes sind und eine naturverträgliche Jagd unterstützen. Und wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir haben tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse herangezogen. Und da schaue ich auch noch einmal in die SPD-Fraktion. Wo haben Sie denn Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Sie jetzt immer darstellen, nach dem Motto, das Jagdgesetz müsste verändert werden? Kollegin Hammann, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme gerne zum Schluss. Ich denke, es ist alles gesagt. Hier wird reiner Populismus betrieben. Was wir getan haben, ist eine Veränderung in der Jagd, die mehr ethische Grundsätze und mehr wildbiologische Akzente hat. Und das ist, meine Damen und Herren, ganz wichtig, mit Blick auf die Öffentlichkeit, die von uns allen auch erwarten, dass in diesem Bereich sich etwas verändert. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ich kann Sie nur auffordern, lassen Sie ab von diesem populistischen Kessel treiben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe kein Problem damit, dass die FDP gerichtlich überprüfen lässt, wer hier zu entscheiden hat an der Stelle. Womit ich allerdings ein Problem habe, ist, dass sie deswegen eine Aktuelle Stunde aufruft. Wenn wir ein Ergebnis hätten, wäre das vielleicht lohnend. Aber nur um einmal zu sagen, wir haben etwas gemacht, finde ich ein bisschen wenig. Ich verstehe auch nicht so richtig, worüber wir hier heute eigentlich reden. Reden wir über den Umgang der Regierung mit dem Parlament und der parlamentarischen Beteiligung? Dann finde ich, 5 Minuten sind viel zu wenig. Dann hätte es viel mehr gebraucht und eine Eindeutigkeit. Da gibt es nämlich eine ganze Menge zuzureden. Wie ist das mit Eilvorlagen von großen und umfänglichen Gesetzen, mit sich jagenden Anhörungen, mit viel zu wenig Respekt gegenüber den Anzuhörenden, die hier ausgegangen wird? Darüber, dass Oppositionsfraktionen nicht einmal ihre eigenen Gesetzentwürfe ändern können in diesem Haus, ohne dass die Regierung das zu verhindern trachtet. Da gäbe es eine Menge. Da gibt es schändlich beantwortete kleine und große Anfragen, wo es schlicht keine Antworten gibt. Wir hatten das ausführlich zum Pakt für den Nachmittag. Das wäre ein richtiges Thema gewesen. Da reichen 5 Minuten nicht einmal aus. Oder reden wir über die Jagdverordnung? Wenn Sie über die Jagdverordnung reden wollen, dann sollten wir auch über die Jagdverordnung reden. Aber da gibt es gerade keinen Anlass, darüber zu reden, weil die ist gegeben und es gibt die Möglichkeit, sie auf den Weg anzugehen, wie Sie es gemacht haben oder auch nicht. Was ich aber noch witziger daran finde, ist tatsächlich, dass die FDP sich auf der einen Seite zum Tierschutz aufschwingt und gegen jedes Windrad Sturm läuft, weil da massenweise die Vögel geschreddert werden, und auf der anderen Seite sich aufregt, dass die Regierung sich bemüht, eine Jagdordnung zu finden, mit der Tierschutz ein Stück weiter ermöglicht wird.
Also, ich finde, meine Herren von der FDP und Frau Beer, Sie sollten sich vielleicht einmal darüber einigen, ob Sie jetzt die neuen Tierschützer dieses Landes sind. Dann müssen Sie gegen diese Jagdverordnung sein, weil sie noch viel zu viele Möglichkeiten zum Schießen lässt. Oder ob Sie auf der Seite der Jäger stehen. Dann müssen Sie aber bei den Windrädern den Mund halten. Aber entscheiden wir an der Stelle schon sinnvoll. Und ich bin hier tatsächlich nicht die große Ministerinnenverteidigerin. Aber ich finde schon, es ist deutlich zu merken, dass es viel Mühe gemacht hat, zu versuchen, einen Ausgleich zwischen diesen beiden divergierenden Interessen zu finden. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich gut gelingen kann, weil eine der beiden Seiten immer unzufrieden sein wird. Die einen glauben, man darf überhaupt kein Tier abschießen, und die anderen haben da ein großes Bedürfnis nach ganz viel Freiheit, wo ich auch nicht genau weiß, ob das so richtig zielführend ist. Ich wage nicht zu entscheiden, wo da die Weisheit liegt, und ich glaube, das wird auch niemand hier im Haus wissen, und wir werden da sicherlich auch noch viele Jahre dran diskutieren. Was ich aber schon wirklich erstaunlich finde, ist, dass die GRÜNEN sich hier hinstellen und die FDP beschimpfen nach dem Prinzip, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Das hat Chuzpe, das muss ich einmal sagen. Also eine Partei, die so weit nach der Wahl von dem weg ist, was sie vor der Wahl gesagt hat, oder eine Fraktion, die sollte mit solchen Äußerungen echt ein bisschen zurückhaltender sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsministerin Hinz. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Natürlich ist es jedem Menschen und jeder Fraktion frei, vor den Staatsgerichtshof zu ziehen. Das ist überhaupt keine Frage, stellt auch niemand in Frage. Aber verblüffend ist es schon, dass die Abgeordneten der FDP in der Regel nicht mehr wahrhaben wollen, was sie in ihrer Regierungszeit, die noch nicht allzu lange her ist, eigentlich beschlossen haben. Wer hat denn das Gesetz beschlossen, das Jagdgesetz? Das war die FDP mit der CDU gemeinsam. Und in § 43, in dem Fall 43.3 steht wörtlich, die für das Jagdwesen zuständige Ministerin oder der dafür zuständige Minister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über Jagd- und Schonzeiten nach § 22 Bundesjagdgesetz und abweichend vom Bundesrecht. Also, ohne Parlamentsvorbehalt, die zuständige Ministerin darf die Jagdzeiten entsprechend verändern und anpassen. Und ich gehe mal doch davon aus, dass der damalige Justizminister in Klammern FDP, der Kollege Hahn, das auch tatsächlich rechtsförmlich ordentlich geprüft hat, das Gesetz, bevor es beschlossen wurde. Aber, meine Damen und Herren, abgesehen von der Möglichkeit, die Verordnung zu ändern in den einzelnen Passagen. Frau Staatsministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Kollegen Lenders? Ja, bitte schön. Frau Staatsministerin, ist es richtig, dass als die erste Verordnung auf den Weg gebracht worden ist, die FDP überhaupt nicht mehr in der Regierungsverantwortung war? Und ist es aus Ihrer Sicht nicht auch im Ermessen der Landesregierung, welchen Regelungsinhalt eine Verordnung am Ende hat? Und dass wir mit dem Regelungsinhalt dieser Verordnung nun auch überhaupt gar nichts zu tun hatten? Lieber Herr Kollege Lenders, darum geht es doch gar nicht, sondern Sie, nein, Sie sagen, das Parlament müsste über die Verordnung beschließen. Sie haben aber das Gesetz beschlossen, das der Ministerin die Möglichkeit gibt, die Jagdverordnung neu zu fassen, und zwar auch und gerade im Bereich der Jagd- und Schonzeiten. Das ist der Punkt. Insofern kann man natürlich die Jagd- und Schonzeiten nach neuen wildbiologischen Erkenntnissen auch entsprechend fassen.
Und das ist, dass das auf Länderebene überhaupt möglich geworden ist, das ist ja auch der Tatsache zu verdanken, dass die Bundesverordnung erst im Jahr 2011 diese Möglichkeit gegeben hat, flexibel zu reagieren in den Ländern. Vorher konnte man Schonzeiten nur verlängern oder völlig aussetzen, aber man konnte nicht variieren. Auch das hat die Grundlage gelegt, zum Beispiel für das Jagdgesetz, das es jetzt, das Hessische, das es jetzt möglich gemacht hat, die Verordnung auf diese Art und Weise anzupassen. Und natürlich gab es viele Runden mit dem Jagdverband. Es gab Diskussionen mit dem Waldbesitzerverband, mit den landwirtschaftlichen Verbänden. Sie glauben, also ich meine, das glauben Sie doch wohl selber nicht, dass man eine Verordnung macht, indem man die im Ministerium schreibt, sich selber mal Gedanken macht, vielleicht noch einmal mit dem einen oder anderen Kollegen aus den Koalitionsfraktionen spricht und das Ganze dann beschließt. Natürlich gab es diese entsprechenden Diskussionen mit den Verbänden. Sie haben nicht daran teilgenommen, das ist richtig. Aber das Parlament musste in diesem Falle auch nicht daran teilnehmen. Nein, weil es keinen Parlamentsvorbehalt in dem Gesetz gibt, das Sie selber beschlossen haben. Wir haben auch jetzt, nachdem die Jagdverordnung beschlossen ist, das Monitoring der Jägerschaft übergeben. Der Jagdverband arbeitet sehr aktiv mit, auch die einzelnen Jagdverbände, Kreisjagdverbände, die Hegegemeinschaften bei dem Monitoring, das wir auch neu festgelegt haben in der Jagdverordnung. Und ich finde es auch ein gutes Zeichen, dass sowohl der Jagdverband als auch die landwirtschaftlichen Verbände und die Umweltverbände gemeinsam mit dem Ministerium über weitere Artenschutzmaßnahmen diskutieren. Die Gräben sind nicht aufgerissen worden, Herr Lotz, sondern es gibt gemeinsame Gespräche. Es tut mir leid, dass die Abgeordneten nicht immer bei allen Gesprächen dabei sind, die wir im Ministerium führen. Aber so ist die Arbeitsteilung. Wir sind jedenfalls in guter Kooperation mit den Verbänden. Und von daher weiß ich gar nicht, was die Aufregung von Ihnen eigentlich sollte, Herr Lotz. Im Übrigen, Frau Staatsministerin, ich darf an die Redezeit der Fraktionen erinnern. Ich komme zum Schluss. Im Übrigen bin ich sehr gelassen, was die Frage der Klage angeht. Meines Erachtens haben wir bei der Verordnung alles eingehalten und alles beachtet, was man bei der Neufassung von Verordnungen machen muss, sodass ich da gelassen dieser Klage und auch dem Ergebnis entgegensehe. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Redezeit der Fraktionen wurde um 1:30 Minuten überzogen. Das heißt, es gibt Gelegenheit noch zur Debatte. Ich habe eine Wortmeldung vom Kollegen Rentsch, FDP-Fraktion. 1:30 Minuten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bedauere, Frau Ministerin, dass die Debatte nicht über das Thema geführt wird. Denn unsere Kritik geht ja nicht um die Frage, und auch an die Kollegin Vizepräsidentin, dass es hier eine Rechtsverordnung gibt, sondern das ist ja völlig klar. Wenn es eine Ermächtigung im Gesetz gibt, kann eine Rechtsverordnung gemacht werden, sondern es geht bei der Normhierarchie, über die wir reden, Recht und Gesetz, um die Frage, ob das, was in der Rechtsverordnung steht, in einer Rechtsverordnung geregelt werden darf. Und die Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts sagt eben, neben der Gesamtbetrachtungslehre, die den vielen Juristen hier im Haus mit Sicherheit ein Begriff ist, dass es eben bei der Frage der Regelungen und des Regelungsgehaltes einer Rechtsverordnung keine Sachen geregelt werden dürfen, die eigentlich in ein Gesetz gehören. Und da muss man, ich mache es jetzt noch einmal ganz einfach, Frau Kollegin Ministerin, als Staatsministerin, der Sie der Exekutive dieser Frage vorstehen, eben die Gesamtbetrachtung anlegen, welche Regeln gibt es. Sie haben Schonzeiten, Jagdzeiten geregelt. Und in dieser Gesamtbetrachtung kommen wir mit Herrn Dr. Brenner als Gutachter, der ja auch als Gutachter schon für die CDU-Fraktion massiv gearbeitet hat, Herr Kollege Arnold, und den würde ich nicht als dümmlich bezeichnen, das gebe ich mal ganz kurz nur hier zu Protokoll, weil ich gebe ehrlich zu, man kann ja kritisieren, man kann auch
auch in der Sache unterschiedlich sein. Die Wortwahl würde ich an Ihrer Stelle noch einmal überlegen. Sie haben ja gestern auch auf Wortwahl viel Wert gelegt. Ich glaube, dann geht es auch für beide Seiten. Und deshalb, Frau Ministerin und Frau Vizepräsidentin der GRÜNEN, geht es doch nicht um die Frage, dass wir kritisieren, dass Sie eine Rechtsverordnung gemacht haben, sondern wir kritisieren, dass das, was in der Rechtsverordnung drinsteht, in ein Gesetz gehört hätte. Ich sage einmal analog Baden-Württemberg. Kollege Rentsch, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Das ist eine Grundsatzfrage, Frau Staatsministerin, die wir klären, was sozusagen wo geregelt werden muss. Und ich sage einmal als letzten Satz, dass Sie am Anfang nicht den Mut hatten, das Gesetz der CDU-Fraktion vorzulegen. Das kann ich verstehen, aber ich gebe ehrlich zu, wahrscheinlich wäre das trotzdem durchgelaufen. Wir sagen, sowohl der Inhalt als auch die formale Vorgehensweise ist nicht in Ordnung. Und das wird jetzt der Staatsgerichtshof klären. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Aktuelle Stunde zur Tagesordnung 35 besprochen.